Ja, denkbar schlecht ist der erste FC Saarbrücken in die neue Saison gestartet. Den einzigen Sieg in 5 Spielen gab es nur im Derby gegen Elversberg. Beim Punktgewinn gegen Osnabrück im letzten Spiel, da präsentierte sich das Team schon deutlich entschlossener. Und darauf wollte man heute in Unterhaching aufbauen. Oder um es mit den Worten des Vizepräsidenten Harald Eberts zu sagen, wir hoffen nicht auf eine gute Leistung, wir erwarten sie. Ob die Erwartungen heute erfüllt wurden in Unterhaching, das sagt uns jetzt Frank Grundhefer. Und darum ist hier auch jeder Einzelne heute gefordert. Die Spieler stehen in der Pflicht, wie selten denn. Die Alibis sind alle ausverkauft. 200 blau-schwarze Fans mitgereist in den Sportpark. Und auch Jürgen Luginger weiß, heute ist Schluss mit lustig. Punkte müssen her, nicht mehr nur noch hoffen, sondern erwarten. Das Motto haben sie gelesen. Und da ist er, der erste Rückkehrer aus dem FCS-Lazarett, Rafael Korte. Auch in ihn werden heute große Erwartungen gesetzt. Erster Angriff, der in blau-rot spielenden Hachinger, Vogelsammer, auf Haberer hier. Aber da muss Ochs noch nicht eingreifen. 19 Jahre jung, Yannick Haberer, einer von so vielen jungen Spielern im Hachinger Kader. Durchschnittsalter 21,4 Jahre, das ist sozusagen die Vorschule der dritten Liga. Der FC in den Anfangsminuten durchaus präsent, engagiert. Dann Ratgeber auf Götscher. Stark, Götscher. Korte steht am zweiten Pfosten. Korte und den kann er machen. Sehr gute Chance für den FCS. Rafael Korte, feiner Fußballer, aber der Abschluss, daran muss er noch arbeiten. Sehenswert die Vorarbeit von Götscher, der geht durch Götze und Moll. Chancenverhältnis nach 14 Minuten 1:1. Bis 5 Minuten vor der Pause passiert nicht viel, dann aber gelb für Kruse und das zu Unrecht. Sein Einsatz gegen Vogelsammer wertet Schiedsrichter Dietrich als faul. Klare Fehlentscheidung, Kruse trifft den Ball. Diesen Freistoß schenkt der Unparteiische den Hachinger. Dann lauert Ochs, denn Welzmüller steht bereit. 0:1, 41. Minute. Und das ist ein ganz, ganz bitterer Gegentreffer für den FC. Infolge einer Fehlentscheidung fällt dieses Tor. Sicher, wunderbar geschossen, Maximilian Welzmüller, 23 Jahre jung, Saisontreffer Nummer 3. Aber eigentlich hätte dieser Treffer niemals zustande kommen dürfen. Unmittelbar vor der Pause holt sich Saarbrücken diese Backpfeife ab und der Haching jubelt. Und Lugingers Unmut im Gespräch mit Schiri Dietrich verständlich. Und der Haching führt und kann mit einem Liedchen auf den Lippen in die Kabine gehen. Zweite Halbzeit, 48. Minute, die Gastgeber mit Kombinationsfußball. Mario Götzes großer Bruder Fabian hier auf Bichler. 2:0, der FC kassiert den nächsten Dämpfer. Immer ist ein Hachinger frei, die FC-Spieler ständig zu spät in dieser Szene. Dieser Treffer ist bemerkenswert herausgespielt, aber die Saarbrücker laufen auch hinterher. Und sind dann auch beim Jubel des Gegners weiter in der Zuschauerrolle. Jetzt rollt die Spielvereinigung. Dann Haberer. Her. 1:1-Situation gegen Fischer. Und Ochs. Und draußen kann Jürgen Luginger nicht glauben, was er sieht. Seine Mannschaft enttäuscht jetzt immer mehr. 71. Minute, Stegerer. Und dann Meek, der Anschlusstreffer. Also, geht doch. Kevin Meek, schauen Sie, der will hier noch was mitnehmen. Der Dank an den Vorbereiter. Assist für Tim Stegerer. Meek springt am höchsten. Er hat auch das beste Timing. Der perfekte Kopfballspieler eigentlich. Das muss doch die Initialzündung sein. Und die Aufforderung an die Fans. Kommt, helft uns. Und die Hilfe kommt sofort. Kreuz in der zweiten Halbzeit für Korte gekommen, der wieder Schmerzen hatte.
Kreuz mit dem Freistoß und dann wieder Meek, diesmal aber nicht erfolgreich. Trotzdem, da sind sie, die Lebenszeichen, aber, und das ist die Frage, kommen sie noch rechtzeitig? 8 Minuten bleiben Zeit, dann Knipping hier, schwach auf Meek, Vogelsammer aufmerksam. Der lässt Falkenberg einfach abprallen. 3-1, die Entscheidung fällt in der 82. Minute. Andreas Vogelsammer, zweiter Saisontreffer für den 21-Jährigen. Der FC vertändelt im Mittelfeld, dann ist Falkenbergs Intervention keine. Der Hachinger macht alles richtig. Saarbrücken ist geschlagen und diese Niederlage geht insgesamt in Ordnung. 30 ordentliche Minuten in der ersten Hälfte sind nicht genug. Freud und Leid, Gesten mit Aussagekraft. Die letzte Chance des Spiels gehört an dem FC. Ratgeber clever, aber Müller ist da. Ja, stehst du oben, geht er rein. Stehst du unten, bleibst du beim Nein. Unterhaching 3, Saarbrücken 1. Das ist nichts aus FCS-Sicht. Der Schiedsrichter hat heute an der FC-Niederlage sicher mitgewirkt, aber hinzu kommt: Jeder Einzelne, der heute in Blau und Schwarz auf dem Platz stand, hat enttäuscht. Das scheint jedem bewusst zu sein und darum stellen sie sich zumindest noch vor ihrem Trainer. Den Trainer können wir hier komplett rauslassen. Der steht nicht auf dem Platz. Ich denke, wir müssen einfach uns als Mannschaft überlegen, wie wir spielen wollen. Ja? Und da muss einfach mehr kommen. Alle Hoffnungen enttäuscht, die Erwartungen nicht erfüllt. Das Team braucht offenbar einen Selbstreinigungsprozess. Wir machen normale Besprechungen auch und werden das klar ansprechen. Und der Rest muss die Mannschaft auch mal unter sich besprechen. Ja, wenn sie da Aufklärungsbedarf haben, ja, dann wäre das schon mal wichtig. Ja, ich meine, der eine oder andere hat vielleicht Ansprüche, die er auch noch nicht erfüllt hat. Ein Gesicht, das alles sagt. Spätestens jetzt haben sie ihn hingelegt. Den klassischen Fehlstart. Ein Trainer, eine Mannschaft, sie haben einen schweren Stand und hinter den Kulissen rumort es. Am Dienstag gegen Heidenheim wird es für einige schon um alles gehen.